Moin, liebe Sales Fryer. Ein kleines Basic-Video. Wie mache ich geklärte Butter bzw. Butterschmalz? Also eigentlich ein und dasselbe, hat nur zwei Namen. Butterschmalz bzw. geklärte Butter. Wofür sollte man das überhaupt machen? Butter enthält ja nebst Fett auch noch ein paar Sachen mehr, wie zum Beispiel eben Wasser oder Milcheiweiß und Milchzucker und so ein Kram. Und wenn man jetzt Butter nehmen würde zum Erhitzen in der Pfanne, dann wird zwar das Fett heiß, aber die Sachen, die da drin sind, werden eben auch heiß und die fangen irgendwann an zu verbrennen. Das Schöne daran ist, wenn wir hier mit dem Vorgang fertig sind, mit der Butter, bleibt uns ein Butterfett, eben geklärte Butter oder Butterschmalz über, welches man hervorragend auch nehmen kann, um Sachen etwas heißer in der Pfanne zu erhitzen. Das ist auch wirklich nicht schwer, denn die Butter wird dafür gekocht. Einfach ein Stück Butter nehmen, Menge ist natürlich euch überlassen. Dann packt ihr es in den Topf, macht den Topf an. Könnt ihr erstmal auf volle Luzi machen, so lange, bis die Butter fast komplett geschmolzen ist. Wir müssen ein kleines bisschen aufpassen, weil natürlich auch hier drin das Fett so heiß werden kann, dass der ganze Kram schon vorher verbrennt, bis wir ihn komplett rausgelöst haben. Was hier gleich passiert ist beim Kochen, ist, dass das Wasser durch die Hitze verdampft nach oben kommt. Das heißt, es wird wirklich so eine Art Kochen sein, wo kleine Bläschen nach oben aufsteigen, kommt so ein kleiner Schaum oben drauf. Wenn dieser Schaum verschwunden ist, dann wissen wir, dass eben auch Milcheiweiß und Milchzucker sich komplett von dem Fett getrennt haben und dann sind wir eigentlich schon durch. Also, Butter einmal richtig schön erhitzen, immer in Bewegung halten so ein bisschen, dann kühlt der Block die Butter auch immer wieder runter. Und wenn es soweit ist, geht ihr mit der Temperatur runter, so in meinem Fall vielleicht auf 6 von 9. Einmal schon mal für den Vergleich. Man sieht jetzt auch, warum es später geklärte Butter heißt. Wenn ich das jetzt hier drin bewege, sieht man, dass da ganz viele weiße kleine Flocken drin sind. Das ist Wasser und eben die Molke und der ganze Bums, den ich eben gerade schon erwähnt habe. Man sieht aber auch schon, dass er sich von dem Fett separiert. Man sieht diese kleinen Flocken da drin. Restaurants kochen Butter häufig auch, um die zum Fisch zu reichen zum Beispiel. Sieht einfach auch eine Spur attraktiver aus. Aber werdet ihr ja gleich sehen. Ach ja, und ich brauche sie übrigens für eine Sauce Hollandaise bzw. Sauce Bernays, welche ich in dem Video von dem Schnitzel serviere. Ist jetzt am Anfang wahrscheinlich noch nicht der Fall, aber wenn es soweit ist, oben rechts ein Kärtchen werde ich drin verlinken. Da geht's zum Schnitzelvideo. Lohnt sich. Guck mal, Stück für Stück fällt mir immer mehr dazu ein. Durch das Fehlen von Wasser und Eiweiß etc. ist die Butter auch wesentlich länger haltbar. Also wenn man das in sauberes Behältnis füllt und Kühlkette gut beachtet, dann ist das Ding, ich weiß gar nicht, wie lange normale Butter haltbar ist, ist auf jeden Fall noch viel länger haltbar als natürlich mit den Sachen, die schneller verderben können. Handelt sich dabei ja dann auch nur noch um reines Fett. So, der Block Butter ist jetzt langsam verschwunden. Man merkt auch schon, dass es brodelt und leicht köchelt. Und wenn es genau an diesem Punkt ist, dann könnt ihr die Temperatur ein bisschen reduzieren. Grob sage ich mal, ich gehe mal auf 6. Kann sein, dass ich gleich nochmal erhöhen muss. Es sollte auf jeden Fall nicht auf volle Luzi laufen, weil sonst die ganzen Schwebstoffe, die drin sind, unten am Boden kleben und der Hitzequelle natürlich am nächsten sind und somit eben auch schnell verbrennen. Wenn ihr das zu schnell oder zu lange macht, dann wird die Butter auch irgendwann dunkler. Wenn das ein bisschen passiert, spricht man von einer sogenannten Nussbutter. Das liegt daran, dass dieser Geschmack wirklich leicht, nicht nur leicht, sondern recht kräftig nussig ist. Stehe ich allerdings nicht so drauf, deswegen werde ich da schön aufpassen, dass mir das nicht passiert. Grobe Richtung kann man sagen, wenn es aufhört so zu kochen, dann beginnt der Moment der Aufmerksamkeit. Ruhig hin und wieder mal so ein bisschen bewegen. Seid vorsichtig, das ist jetzt natürlich brutal heiß. Aber sobald es aufhört, so vor sich hin zu brodeln, in dem Moment müssen wir aufpassen. Wundert euch nicht, hier kommen gleich rechts und links ein paar Zutaten und Gerätschaften mit ins Bild, denn das Schnitzelvideo, welches ich eben angekündigt habe, koche ich gleich erst. So, wie gerade gesagt, der Ton wird leiser. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Am Boden sieht man, dass da ein bisschen was festklebt und auch langsam braun wird. Und das ist so der Punkt, wo das Ganze eigentlich schon sein Ziel erreicht hat. Und dann könnt ihr zum einen den Topf schon mal runternehmen. Man sieht auch, die wird jetzt leicht schon bräunlich. Ganz vorsichtig könnt ihr schon mal versuchen, den Schaum oben abzuheben. Stellt euch den sonst beiseite oder so. Lasst es ein bisschen abkühlen, wenn euch das noch zu heikel ist. Einfach mit dem Löffel immer so knapp über die Oberfläche rüber zum Rand. Und dann könnt ihr den Schaum darunter holen. Könnt ihr sonst gleich auch in dem Behältnis, wo ihr das reinfüllt, machen. Dann brodelt es nicht mehr so stark. Also, ich stelle den jetzt einfach erstmal beiseite und lasse ihn kurz ein bisschen von der Temperatur wieder runterkommen. Ja, und jetzt kann ich auch wieder ein bisschen Schaum abschöpfen hier. Man sieht unten am Boden die Schwebstoffe. Das ist sozusagen jetzt gerade unten angerösteter Milchzucker, Milcheiweiß bzw. Molke. So, den Schaum könnt ihr wegfeuern. Den kann man für nichts mehr gebrauchen.
Nehmt ihr euch ein Behältnis und dann, ja gut, ein bisschen Schaum ist jetzt auch drauf. Der ist aber nicht so wild, weil auch gleich in der Schüssel kann man den noch viel besser, wenn es ein bisschen kühler ist, nochmal wieder ganz gut abschöpfen. Und jetzt müsst ihr ganz langsam den Bums abkippen hier, damit die Schwebstoffe unten bleiben und nichts mit in die Butter übergeht. Macht sich gleich noch ein bisschen deutlicher, was ich meine. Ganz langsam über die Kante kippen. Wenn ihr zu schnell kippt, dann kommt euch da der ganze Bums mitgeflogen. Und da haben wir uns so viel Mühe gegeben, das nicht mit reinzunehmen, wäre schade drum. Zum Ende hin immer noch langsamer werden. Und Schluss. Und hier sieht man jetzt der ganze Bums ja. Das ist geronnenes Eiweiß. Und das lasst ihr euch jetzt einfach an der Luft abkühlen, so lange bis es Raumtemperatur hat. Und dann füllt ihr euch das in eine Tupperdose oder irgendwie sowas und packt es einfach in den Kühlschrank. Und im Kühlschrank bleibt es lange haltbar. So funktioniert geklärte Butter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Zieht euch gerne sonst auch noch weitere Basics rein. Weitere Basic-Videos gibt es oben rechts in der Ecke. Das ist eine ganze Playlist mittlerweile schon geworden von einfachsten Dingen aus der Küche, die man regelmäßig braucht bei sämtlichen Rezepten. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Bei Sales Ride.